Hey ho und damit herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 und mir dem Scherbenklang. Ja, und ich wünsche euch an der Stelle hier einen wunderschönen Samstagabend oder wann auch immer ihr dieses Video zu sehen bekommt. Ja, in den letzten Folgen, da waren wir hier im Stadtteil Watson unterwegs, genauer gesagt in Northside. Haben hier einige NCPD-Verbrechungsmeldungen und Überfälle vereitelt bzw. dort interveniert. Und vor allem mit Schusswaffen, aber auch vor allem mit unserem Katana. Ja, für Recht und Ordnung gesorgt, um es mal noch vorsichtig zu formulieren. Und haben uns dann hier noch in Folge 13 hier das zweite Apartment für Wie gekauft. Hier in Northside ungefähr 20 Quadratmeter vielleicht groß, wenn nicht sogar eher 15. Besteht im Grunde aus einem Bett, einem Computertisch, der vorgekleistert ist mit Monitoren, einem kleinen winzigen Bad und einem kleinen Lager, glaube ich, hinter einem Wanddurchbruch. Also ganz abenteuerlich, dieses Apartment. Und wir befinden uns hier aktuell im Gebiet, wie hieß das denn hier nochmal, Kabuki-Markt. Wir sind hier wahrscheinlich auch dann irgendwo in der Nähe des Stadtteils Kabuki, denke ich mal. Das ist ja quasi so das Japan-Town oder das Asia-Town, wie auch immer man das nennen möchte, von Night City. Und ich habe mir gedacht für diese Folge ja, dass wir hier diesmal ein bisschen mal die Hauptstory weiterspielen. Und zwar hier die Automatic Love, die Mission. Und zwar ist es ja so, dass Evelyn irgendwie ein bisschen verschwunden zu sein scheint. Wir haben sie kontaktiert per Telefon, sie hat sich aber nicht gemeldet. Es kam sogar eine Meldung, dass die Nummer ja quasi nicht verfügbar wäre. Und Judy war ja unter anderem ihre beste Freundin, deswegen rufen wir sie jetzt einfach mal an und schauen mal, wie es ihr geht und ob sie da irgendwelche näheren Informationen zu hat. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Ach, ja stimmt, die weiß ja noch gar nicht, dass wir überhaupt überlebt haben. Bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, Nicht ganz nach Plan. Ja, also wir haben T-Buck verloren, wir haben Jackie verloren, wir haben den Relic zwar gefunden, der sitzt jetzt aber in meinem Kopf. Und das Engramm, was da drauf ist, das Konstrukt von Johnny Silverhand, was quasi seine Seele darstellt, überschreibt jetzt meine, aber ansonsten lief alles super, oder? So. Und Evelyn ist auch noch verschwunden. Wohl, mal sehen, vielleicht hat Judy ja anderweitige Informationen. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Wobei, ich habe noch vergessen zu erwähnen, Dexter DeShawn, unser Fixer, der uns ja diesen Auftrag besorgt hat, hat uns ja auch noch erschossen. Wir haben diesen Schuss auch nur knapp überlebt, dank des Relic-Chips, wobei das jetzt auch nicht unbedingt besser ist. Und Takamura hat uns ja quasi noch aus der Schitte gezogen, um es mal so zu sagen. Aber mal sehen, was Judy jetzt hier zu Evelyn sagt. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es, ich werde mich nicht wiederholen. Okay, sie ist sehr gereizt. Und das klingt so ein bisschen, ob sie sauer auf Evelyn wäre. Judy, ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Ich gehe mal davon aus, dass sie im Lizzie's ist. Und ich denke mal, wir fahren dann dahin. War das denn mal genau? Ach, das ist auch dort, wo die Markierung ist. Trifft sich ja ganz gut. Na, falsche Taste gedrückt. Passiert mir in Cyberpunk komischerweise häufiger. Vielleicht an dieser Steuerung, dass das nicht meine Standardsteuerung ist für die Menüführung. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Spaziergang, oder? Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen auch sonst das Motorrad, aber dann laufen wir da nicht mal ein bisschen hin. Wir hier bestimmt noch einiges unterwegs entdecken. Ist ja auch nur 400 Meter, das ist auch nicht weit. Diese ganzen Geschäfte und alles, wie das aussieht hier. Was verkaufst du denn hier? Da wollte ich noch eben kurz was nachschauen. Bevor ich das nämlich vergesse. Auch die Waffen hatten wir und... Ja, die Punkte hatte ich auch schon ausgegeben. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob wir das getan hatten. Was verkauft der denn hier? Er hat auf jeden Fall ein hübsches... Was soll ich schon sagen? Schiffchen auf dem Kopf. Und verkauft irgendwie Schrott. Ich weiß es nicht so genau. Sieht das basic aus hier vom Outfit her.
aus der Love Parade 90er Jahre oder so. Die hat auch dieses Gruselhäschen auf dem Rücken. Zeit zum Quatschen. Ich rede ja auch nicht mit dir, ich rede nur über dich. Nicht mit dir. Dann haben wir hier sitzen. Da stehen. Aufgeschissen. Die Welt ist eh im Arsch. Sieht ein bisschen aus wie ein Matrose, aber auch irgendwie nicht, ne? Das Kutsurogi Café. Open. Oh, ich will da rein. Ach nee, da ist die Tür. Ich habe das für die Tür gehalten, weil das so aussah. Ja, die Tür wäre hier theoretisch. Hier alles rum. Dosen. Was ist da drin? Warum steht das draußen? Oh, ein bisschen merkwürdig alles hier. Pommes. Ich will eine Pommes klauen. Wenn ich hinguckt. Zack. So. Auch mal interessant, uns das hier, Interessant, sich das Ganze hier ein wenig näher anzusehen. So, jetzt haben wir's. Ungehobelte Drecksau. Ja, ich weiß. Immer freundlich sein auf der Straße. Du machst mich an, Alter. Na, einige laufen ja echt so durch die Gegend und denkst dir, Alter, was geht mit denen? Also, die wollen dann wirklich scheinbar Stress. Weil es dann immer lustig ist, wenn dann zwei von diesen Leuten aufeinandertreffen. Jemand, der Stress sucht, trifft dann auf jemanden, der auch Stress sucht. Da muss man sich selber nicht drum kümmern. Bleib doch mal stehen, ich wollte das angucken, was du da um den Hals hast. Einen blauen, flauschigen Schal. Aber Chirurg, was ist das hier? Ripperdog? Das scheiß Spiel stresst mich mehr als mein scheiß Leben. Ja, dann genieß dein Leben und hör auf zu spielen. Ist hier irgendwo lang? Ne, das ist eine Sackgasse, ne? Ach, guck mal, hat sich schon gelohnt. Ein paar Euro drüber gefunden. Okay, 47 ist jetzt auch nicht viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber trotzdem. Hier rum. Motoröl? Motoröl ist das, ne? Ein bisschen aufpassen, wenn wir hier über die Straßen gehen. Die Autos können uns nämlich durchaus anfahren. Das ist meistens zwar nicht tödlich, allerdings nehmen wir da auf jeden Fall die Lebenspunkte. Und jetzt ein paar. Okay, da kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal rein. Jedenfalls ist da was zum Scannen drin. Interessant. Ach, neue Plakate. Nee, doch nicht, die kennen wir schon. Ja, die kennen wir alle schon. Bis auf Cyber Hub, das ist neu. Was haben wir hier? Happy Hour. Im... Was steht da? Malik Flute? Malik Flute steht da, glaube ich. Ich kann es nicht genau lesen. Das be bad, do bad, feel fucking good. Was steht da drauf? Chrome? Manticore? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann kein Mensch lesen. Will ich da rein? Sieht nicht so aus, ob ich hier hin sollte. Darf ich hier sein? Ja, scheinbar schon. Darf ich hier sein? Ja, darf ich auch. Okay. Welche Gegenstände mitnehmen können. Das mache ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Okay, das können wir nicht aufmachen. Da liegt was rum. Da können wir wieder Geld klauen. Oh, ja, das war ja ein toller Anfang jetzt. Jetzt habe ich das genau versaut hier. Gehen wir dann noch eine Sache hin. Ja, das da oben wenigstens. Hätte auch, glaube ich, abbrechen können. Da kann man es, meine ich, nochmal neu machen. Was ist hier los? Habt ihr alles so Panik? Ich will dahin, da gibt's einen Splitter. Kann ich da irgendwie hin? Ja, kann ich. Die Tür aber nicht auf. Okay. Scheint irgendein Missionsgebiet für später zu sein. Ich glaube aber auch, dass ich hier schon mal war. Moin, schubst dich mal eben weg. Ich muss mal eben Geld klauen. Wenigstens 1 und 2 erhalten. Gut, jetzt machen wir aber wirklich weiter mit der Story. Lässt sich hier immer sehr, sehr leicht ablenken, wie ich finde. Ihr seht, was ich meine, ne? Okay, hier ist nichts weiter. Was für eine abgefahrene Wand. Sind das irgendwelche Internetleitungen? Sieht denn so aus? Gut, jetzt gehen wir aber weiter.
Bin ich hier durch? Ach nö, wie komme ich denn jetzt hier raus? Aha. Ah ja, hier. Okay. So. Schwind des Weges weiter. Aber sowas nehme ich natürlich mit, wenn ich sowas sehe. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal dran vorbeizulaufen und dann dran zu denken, dass da noch was drin sein könnte, ist sehr gering. Auch wenn ich mich hier, glaube ich, nach der Zeit bestimmt ganz gut auskenne, aber ich glaube nicht, dass ich das hier mir alles merken kann, wo jede einzelne Kiste steht. Solche Gegner sind ja durchaus jetzt mittlerweile deutlich komplexer geworden als zum Beispiel zu Zeiten von, keine Ahnung, GTA San Andreas oder so. Man ja noch irgendwie sich ziemlich gut orientieren konnte. Und ach, da sind wir schon. Das war ja damals deutlich einfacher, würde ich mal behaupten, bei vielen Videospielen. Einfach weil die Welten nicht so komplex waren. Sie waren deutlich einfacher strukturiert, weniger Gebäude. Und hier sind wir wieder. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Ja, den Baseballschläger kannst du ruhig wegnehmen. Ich suche keinen Gesichter Ärger. Gesichter kann ich mir gut merken. Geschlossen, tut mir leid. Was? Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Okay, jetzt lassen sie uns doch rein. Ich glaube, die haben ja gerade extra wegen uns zugemacht hier. Ich arbeite nicht, Schätzchen. Diesmal kriegen wir auch keinen dummen Spruch von wegen, oh, das ist ja ein süßes Gesichtchen, oder was sagt die eine immer? Ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt? Ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Er meinte, ich mache nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was draus. Nett. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also habe ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Clouds, aber die haben gerade nichts frei. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Dass dir mehr als den Chip gewinnt, oder? Waren. Sieht denn auch nicht, da? Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Hey, interessant, dass wir die jetzt gerade scannen konnten. Ich hab gesagt, ich will nur mein Zimmer zurück. So läuft das nicht, Schätzchen. Wärst du ne Mox, wär das natürlich was anderes. Okay. Problem mit der kleinen Leute hier. Ich bin hier in der Bar. Da steht er. Oh, der steht auf. Mal gucken, der was weiß. Geschlossen. Sieht aber nicht geschlossen aus. Hier läuft noch Musik und Lichter sind an. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, ich war hier damals auch gar nicht, als ich hier rein bin. Ich denke, ich frage ihn einfach jetzt mal ganz dumm, warum er denn hier als Mann quasi arbeitet. Ich dachte, die Mox nehmen nur Frauen auf. Vielleicht bin ich ja eine. Was kümmert's dich? Hier kann also jeder arbeiten? Solange du gute Drinks mixen kannst oder andere Talente hast. Wieso? Willst du dich bewerben? Nein, bin nur neugierig. Wir quatschen einfach mal ein bisschen mehr mit dir. Damals habe ich den sehr gemieden. Aber gerade beim zweiten Durchlauf würde ich gerne ein paar Sachen auch einfach anders machen. Wir suchen Evelyn. Ich suche nach Evelyn Parker. Hab sie lange nicht gesehen. Irgendeine Ahnung, wo sie steckt? Nicht mal ansatzweise. Überhaupt kein Schimmer? Ich bin Barkeeper, nicht ihr Sekretär. Ey, du schnarchst. Hört ihr die? Jetzt ist sie wieder leise. Warum bist du hier? Er ist gerade geschnarcht davon, die Frau, die da pennt. Ich will mit Judy sprechen. Frage ist, will sie auch mit dir reden? Bleibt abzuwarten. Ist sie in ihrer Suite? Wahrscheinlich. Okay.
Die ist echt da am Pennen und schläft und schnarcht, meine ich. Ist da am Schlafen und schnarcht. Augenbedeckung. Ist wahrscheinlich nichts weiter, ne? Bin ja gerade alle hier. Nichts los hier in der Bude. Aber warum haben sie dann noch die Musik an und auch noch irgendwie die Beleuchtung? Das macht man doch davor immer aus, wenn man Feierabend hat. Macht das sonst gar keinen Sinn? Das ist unnötiger Stromverbrauch. Und denkt doch nur die Profite hier in dieser kapitalistischen Welt. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Gut sein. Okay. Ist eine Freundin von Judy. Ach, er lässt mich rein. Interessant. Aber hier ist nichts. Ich glaube, wir haben hier schon beim ersten Besuch alles abgegrast. Ist auch nichts drin, ne? Nee. Haben wir hier irgendwas? Nö. Haben wir hier irgendwas? Da waren wir auch schon mal drin. Tatsächlich ein Splitter liegt da jetzt. Uah. Huch. Bücher zerstört. Schon Figuren. Spiegel funktionieren hier jetzt nicht richtig. Ach, ein Traumfänger. Interessant. Hier ein Traumfänger? Das passt nicht so ganz. Außer hier sitzt auch ab und zu eine von den Mox und setzt sich da auf den Stuhl und schläft. Play, was? Play it again. Klamotten. Hier liegen jetzt auch weniger Sachen. Ich glaube, beim ersten Mal lagen da irgendwelche andere Gegenstände. Für Erwachsene, sagen wir es mal so. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht lohnen. Mit etwas Geduld wird es sich sicher lohnen. Lohnen? Die schaffen es nicht mal, für sich selbst zu sorgen. Wie sollen sie das auch, wenn sie direkt aus der Gosse kommen? Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie dich. Ich hasse Überraschungen. Mhm. Ich spüre förmlich den Gemeinschaftssinn. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Sie streiten sich gerade. Hast du eine Minute zum Reden? Später, vielleicht. Okay. Der Mann hat auch keinen Bock gerade auf uns. Aber kein Wunder, wenn sie sich gerade gestritten hat. Oh. Eine Pistole namens Lizzie. Also hat sich doch noch gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Ich mache wieder gerade alles kaputt hier. Jetzt haben wir hier eine Menge Sachen eingesammelt hier. Mal sehen, was Judy sagt. Du lässt einfach nicht locker, oder? Nö. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Es wirkt so, als ob wir jetzt irgendwie die ganze Schuld hätten. Ich meine, das war ja auch nicht geplant, dass der... Yorinobu Arasaka seinen Vater ermordet, der auch noch gleichzeitig der Kaiser von Japan zu sein scheint, wie das gar genannt wurde und das Oberhaupt der Arasaka-Familie und der Firma ist, des Monopols. Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Schusswunde zeigen. Ich bin auch nicht Teil davon gekommen. Ach komm, ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Ist ja nett zu uns. Macht dir das Spaß? Dieses ewige Rumgedruckse? Ich mach's dir leicht. Sag mir einfach, wo sie ist. Ist das so schwer? Ich vertrau dir nicht. Ganz einfach. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten. Sie wusste von Anfang an, worauf es hinausläuft. Meinetwegen.
Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Ja, Judy ist nicht gut auf uns zu sprechen auch. Wohl? Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ja, wir rufen sie an. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vi. War jetzt ja zwar gerade ziemlich arschig zu uns, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass sie sich ja scheinbar mit Evelyn auch verstritten hat. Würde ich mal vermuten, weil sie so ziemlich aggressiv ist auf sie. Ziemlich, eine Puppe. Angepisst Warum ist. Überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Klaus. Warum auch nicht? Ja? Da noch was? Wie? Eine Möglichkeit, da reinzurennen. Okay, was sollte ich jetzt sagen? Ja, scheinbar hat sie sich ja mit ihr irgendwie verstritten. Sehr stritten. Und ist auch auf uns irgendwie ein bisschen angepisst, weil wir ja auch einen Job nicht so gut gemeistert haben, wie wir dachten. Das lag ja auch nicht nur an uns, das war ja an diesem speziellen Sonderfall, den man ja echt nicht kommen hätte sehen. Den man nicht hätte sehen können. Nicht hätte kommen sehen können. Ich hab's heute, ne? Ah, hier ist wieder die Chefin von ihr. Sonst was drin? Der Körper zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Nö, wieder auf die Nerven gehen. Der Streit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Okay. Sieht doch ganz schön heftig aus mit den ganzen Spikes da auf den Armen und so, ne? Diese Fingernägel. Doch zu, weiß ich nicht, 20% Cyborg, sag ich jetzt mal. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mocs vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mocs mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Abgehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Ja, Freakshow, ne? So rein optisch. Was jetzt ein bisschen oberflächlich ist. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Okay. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Virtus wie Diamanten. Gut gesagt.
Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass ich mit ihr auch noch reden kann. Ja, aber interessant. Wenn jetzt hier wohl Evelyn hin ist. Scheinbar ja ins Oh. Man hat mich Mr. Hands. Wenn du Jobs im Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vi. Was? Kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Okay. Ja, wenn man wieder von den Anrufen unterbrochen wird und dann den Faden komplett verliert. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Haben wir noch Platz im Inventar? Jo. Dann können wir ja doch ruhig dahin gehen. Wie weit weg ist denn das? 100 Meter. Na komm, wir hier lebend über die Straße. Habe ich gerade echt den Faden verloren, was ich sagen wollte. Gehen wir einfach noch mal ein bisschen spazieren hier. Huch, jetzt räumt sich auch so ein Fass das Kind hier an. Jutsi? Jutsuki? Was? Fuyutsuki. Alter, ich kann das nicht aussprechen. Fuyutsuki. Oder wie spricht man das aus? Das ist ja wahrscheinlich Y da in der Mitte, ne? Das zweite. Fuyutsuki. Zuki. Gott. Ne, kriege ich nicht ausgesprochen. Was mit der Polizei passiert, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ich merke aber auch insgesamt, dass das Verhalten der NPCs, also gerade hier einfach der Passanten, deutlich besser geworden ist seit Patch 1.5. Also davor sind die viel mehr von hoch und runter gegangen in den Straßen. Das Outfit, Alter. Und war das so gut? Was soll der Scheiß? Okay, ja, eigentlich war das jetzt nicht beabsichtigt. Ich dachte eigentlich gerade, ich fall gleich in den Tod. wo war ich jetzt gerade? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Alter, was ist denn heute los? Genau, dass das Verhalten der NPCs sich hier deutlich verbessert haben. Gerade wenn man sich auch wieder so umdreht, dann sind die NPCs meistens noch da und lösen sich nicht alle auf. Wie es ja davor war. Ja, haben wir einfach mal so nebenbei eine Mission erledigt. Auch nicht schlecht. Und, insgesamt latschen die weniger ineinander und drehen sich nicht ständig auf der Stelle. Aber es gibt es natürlich immer noch, das sieht man hier auch. Da lag was, oder? Ja. Er zückt dir gerade ein Messer. Ey, das sieht hier gerade irgendwie nicht so schön aus. Ich würde mal vermuten, er ist ein Zuhälter. Hat es auf die drei abgesehen. Sie kann nicht mehr. Und die beiden versuchen, ihn auch irgendwie zu überreden. Jedenfalls sieht das Ganze so aus. Und die stehen einfach nur doof daneben und die interessiert es gar nicht. Sprich mich nicht an. Sprich doch gar nicht. Der fummelt mit dem Messer rum und lässt sich filmen. Okay, merkwürdige Szenerie. Das ist ja ein richtiges Ghetto hier. Oh, dieses Gebäude. Ich würde gerade in China stehen, wobei das noch zu niedrig wahrscheinlich. Diese Bauten. Ja, die bauen wenigstens Wohnraum. Okay, hier gibt es einen Unfall. Oder es gab hier einen Unfall. Scheint schon sehr lange her zu sein. Reifen wurden wahrscheinlich schon gar dreimal geklaut. Da gibt noch wieder was. Und da lang. Wir könnten hier jetzt rein, aber. Ah, wir kommen da im Rahmen einer Mission rein. Wenn er jetzt noch nicht rein, das lohnt sich, glaube ich, dann auch nicht. Habe ich jetzt irgendwie hier den Zugang verpasst? Ich glaube gerade, ja, ich renne jetzt hier einfach ein Stück lang. Wenn hier nicht wieder überall Sachen liegen würden, ne? Können wir doch mal alle aufheben hier. Gibt schon da was. Wo geht's denn hier hin?
scheint die falsche Richtung zu sein. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, ich habe mich hier gerade komplett verlaufen. Die zwei Wege? Einfach so, wa? Das ist eine Brückenkonstruktion hier durch, ne? Gibt es das irgendwo in echt, dass das mehrfach so durch eine Stadt läuft? Solche verwinkelten Gassen, sag ich mal, darüber irgendwie eine Straße zu schaffen oder so? Also wenn, dann habe ich das noch nie gesehen. Da sitzt eine junge Dame oder eine ältere Dame und schnurrt nach Geld. Die sieht aber auch durchaus bedürftig aus. Läuft so aggro. Ich glaube, wenn mir jemand so entgegenkommen würde, würde ich auch erstmal zur Seite gehen. Was ist das denn hier Stylisches? Dieses Oberteil ist cool, ne? Ist das hier irgendwo im Spiel? Wenn ja, dann will ich das haben. Das ist cool. Wobei ich das nicht so schön finde, dass sie die Kapuze auf hat. Aber es sieht cool aus. Das sieht auch so stylisch. Ja, mal schauen, ob wir da jetzt heute noch ankommen, ne? Ich eigentlich noch die Mission hier vollenden. Interessant. Leuchtende Strumpfhose. Genau gesagt, Netzstrumpfhose. Wer reflektiert die nur? Ich glaube, die reflektiert nur. Das sah gerade aus, ob die leuchten würde, richtig? Also kleidungstechnisch haben die ja hier schon total coole Sachen an, aber zum Teil ganz komisch gemixt, sodass es dann wieder doof aussieht. Hier ist einer dieser Mönche. Ja, diesmal auch hier ohne irgendwelche synthetischen Erweiterungen. Die zwangsverpasst wurden. Okay, dann müssen wir vorne rüber. Dann mal schnell. Soll man hier überhaupt lang? Das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Das sieht echt nicht so aus, als ob man hier zu Fuß lang gehen sollte. Das ist kein richtiger Fußweg hier, würde ich behaupten. Andererseits, wie soll man hier sonst rüberkommen? Jetzt bitte nicht wieder irgendwo rüberspringen. Hier ist ja leider nichts, ne? Ah, Japantown, so heißt es hier auch, das Gebiet. Aber unsicher, ob das wirklich jetzt so heißt oder ob ich das nur falsch abgespeichert habe. Was? Schon wieder eine Nachricht. Ach, von Wakako. Irgendein Fahrzeug, was sie uns verkaufen könnte. Oh, lecker Rahmennudeln. Rahmennudelsuppe. Lecker. Okay, das sieht urig aus. Wie so ein Plüschärmel, ne? Das sieht so ein bisschen nach Drachen aus oder so. Greifenähnlich. Also würde ich jetzt nicht tragen. Finde ich komisch, aber sieht auf der anderen Seite auch wiederum interessant aus. Ist ja nur ein Videospiel, da kann ich auch ordentlich unqualifizierte Kommentare abgeben, wie die Leute aussehen. Okay. Da war gerade die Textur noch im Nachladen. Okay, blaue Haut. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, das Charaktermodell. Ich würde behaupten, ich habe hier schon sehr viele NPCs hier beim ersten Durchlauf mal angesehen. Aber hier und da wird man doch immer wieder überrascht, was hier noch alles so rumläuft an Charakteren. Okay, schicke Schuhe. Dass er damit laufen kann. Allgemein, dass es solche Schuhe gibt. Ich meine, was macht man damit? Es sind Schuhe, mit denen man nicht laufen kann. Und Schuhe sind eigentlich dazu da, dass du damit besser laufen kannst und auch durch verschiedenes Gelände durchkommst. Alter, sieht das cool aus hier. Wenn man einen Blick nach oben wagt, ne? Nach unten dreckig, komisch und... Ach, moin. Seitenkappen. Ja, witzig. Da ist schon was drin. Jo. Und da hat dein großes Cyber-Buddha.
So, lass der mich mal eben rüber. Danke. 60 Meter sind es noch. Da hätte er hier auch das seine. Jetzt kann ich nicht lesen, was? Ich habe kein Zuhause, habe kranke Kinder. Guck mich nicht so an! Ja, alles gut. Und eine mir fremdgehende Frau. Ich brauche Buzu-Money. Also irgendwie Buzu-Geld, Buzu-Geld. Ich weiß nicht, was das ist. Nur für irgendwas. Hör dir mal deine Sachen, ne? Danke. Hier irgendwie durch? Ja. Jetzt sind wir da oben lang. Ach, ich glaube, wir sind am Mega-Gebäude angekommen. Das trifft sich gut. Hier ist nämlich auch so ein Verkaufsstand. Psst. Hey, ist alles in Ordnung? Geht dich ein Dreck an! Ich würde gern was essen. Ich würde hier nichts essen. Boah, was ein Schmandlappen, ey. Ja, geil, ey. Und Seife und sowas kennt er bestimmt auch nicht, so wie der sich gibt, ey. Boah. Das Oberteil könnte cool aussehen. Der ist schrecklich, den kenne ich. Das ist ein Glitzeranzug. Hier, kriegst mein Alkohol. Gegen deine Rachenentzündung, was auch immer du hast. Boah. Aber würdet ihr da essen gehen? Zu so einem Laden? Wo so ein Typ steht, die ganze Zeit hustet und dann da irgendwie die Nase hochzieht und sich noch mit der Hand in die Nase abwischt und alles. Boah. Nee, ey, würde ich sofort schlagartig den Laden sofort verlassen. Schallplatte, ziemlich verkratzt, aber nicht von einem Schallplattenspieler. Jo, was ist das denn? Parfüm. Riecht wie altmodische Standards und Aufreißergetue. Aha, also richtig billig. Was macht die Waffe eigentlich, die wir gerade noch gefunden haben? Die Tech-Pistole hier von Lizzie. Gibt eine zusätzliche Kugel pro Schuss ab. Bei voller Aufladung erhöht sich die Anzahl der Kugeln. Das heißt, wenn wir die aufladen, dann schießt die gleich 3, 4, 5 Stück ab oder irgendwie so. Klingt gar nicht mal so schlecht. Hat eine recht hohe Schussrate sogar. 17 Angriffe pro Sekunde. Das ist mehr als unser Sturmgewehr. What? Die probiere ich gleich mal aus. Die ist ja mega. Haben jetzt hier auch noch solche Waffen, ne? Was ist denn da das Stärkste? Tatsächlich die Machete. Ich nehme mal die Machete. Anstatt der im Sturmgewehr mal diese Pistole. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Okay, und dann wieder Waffen wegpacken hier. Wirklich Ärger kriegen. Ist hier sonst noch etwas? Nee, ne? Vorne stehen ein paar Leute rum. Geht's gleich irgendwo hoch. Gut, dann würde ich sagen, speichern nochmal, bevor wir hochgehen. Und dann schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Erstmal müssen wir hier scheinbar den Aufzug rufen. Da oben ist ein Fixer. Okay. Interesting. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Oder beides, kommt drauf an, in welcher Reihenfolge. Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Arasaka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke. Interessant. Jeder Konzern hat Dreck am Stecken, aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein. Ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Da hat aber jemand gute Laune. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einer Halbhirntoten auf eine Nuttenjagd in den Puff mitgeschleift. Also ich hab richtig Spaß.
Diese Beschreibung, die klingt so gut. Bisschen makaber, okay. Diese Munchies-Werbung hier oben gerade, hat mich gerade voll verwirrt. War auch ganz gruselig. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Ach, mehr sagt er nicht. Ist er wieder am Schweigen? Geht's da irgendwo hin? Nö. Aber hier geht's irgendwo lang. Ein tanzendes Hologramm. Ach, hier ist auch so eine Plattform. Weiter? Wie weiter? Nee. Ich wollte die Waffe jetzt eigentlich nicht rausholen. Tanzt die dann anders, oder wie? Ach, tatsächlich? Das habe ich ja jetzt erst gesehen, dass das geht. Jetzt haben wir die Dame. Jetzt die. Die hat untenrum fast nichts angefühlt. Das ist ja ruhig. Das wusste ich gar nicht, dass man das hier so umstellen kann. Das ist die gleiche wie gerade, glaube ich. Jetzt ist wieder die. Okay, interessant. Wusste ich noch nicht. Ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie aus wie eine ganz komische Version von He-Man. Wisst ihr, was ich meine? Den alten typischen Zeichentrick He-Man. Toys. Gibt's denn da Schönes? Okay. Okay. Günstig, glaube ich, oder? Da unten wird's teurer. Das macht aber keinen Sinn. Normalerweise ist das teuerste immer auf Augenhöhe. Unten ist das günstigste. Das ist falsch rum. Ne? Also CD Projekt Red, da habt ihr was falsch gemacht. Das teuerste muss nach oben, das günstigste nach unten. Das ist immer so in dem Laden. Das ist ein festgeschriebenes Gesetz. Was haben wir hier für Bilder? Moment, ach nee. Ich dachte, sie hätte eine Axt in der Hand. Die hat aber eine Pistole in der Hand. Und was haben wir denn hier Schönes? Willkommen in Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Okay. Frag einfach mal, wie funktioniert das denn? Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstyp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ja, das ist auch ganz merkwürdig, ne? Da gibt es ja diese Puppen, die quasi ja Sexarbeiterinnen, wenn man so möchte, die dann hier in solchen Einrichtungen arbeiten und ja, deren Gedächtnis nach der, ich nenne es jetzt mal Session, der Dienstleistung, wie auch immer, ja nicht ganz so in dem Milieu, kenne ich mich nicht gut aus, auf jeden Fall werden danach wohl die Erinnerungen der Person gelöscht, von der Puppe halt, und wissen gar nicht, wer was mit ihr gemacht hat überhaupt, ne? Männlein, Weiblein und, Verlinken Sie sich bitte. Stell ich mir gleichzeitig sehr, sehr komisch vor, ne? Also vielleicht auch besser, aber auch schlechter. Ich weiß es nicht. Gerade wenn man so einen richtig arschigen Kunden hat, eine Kundin. Ist das jetzt besser? Ist das schlechter? Andererseits, es kann ja auch einfach jeder deinen Chip vielleicht irgendwie aktivieren und irgendwas mit dir machen und du weißt gar nicht, was mit dir passiert ist, ne? Also, hat auch Schattenseiten, große, große Schattenseiten. Dir ist klar, dass Direct Links nicht sicher sind, oder? Die Malware könnte direkt in meinen Kern vordringen. Und ich sitze dann auf den Ripper-Kosten. Wir brauchen ihre Kerndaten, um ihre Puppe zu finden. Also einen biometrischen Scan? Genau. Falls etwas schief geht, können sie Beschwerde einreichen. Aber das ist noch nie passiert. Das finde ich aber auch merkwürdig, ne? Also sie sagt jetzt gerade noch, Direktlinks sind nicht sicher. Und an wie vielen Stationen haben wir jetzt gerade im Spiel einen Direktlink vorgenommen, um uns da irgendwie einzuloggen in solche diese Gerätschaften da zum Geld klauen? Ich weiß nicht genau, was das für Konsolen sind, über die sich nennen, aber ist halt schon merkwürdig. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Clouds weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es.
Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Okay, ja, ich sage jetzt mal nicht, dass ich Evelyn Parker suche. Das würde ich als zu direkt empfinden. Aber wie es dann mit dem Verlinken weitergeht und was uns da erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich glaube, die kommt dann schon morgen schon raus, wenn ich mich recht entsinne, am Sonntag. Die heutige müsste ja am Samstag rausgekommen sein, als ich hier nicht durcheinander gekommen bin. Da würde ich sagen, schauen wir uns das Klaus mal an, was darin abgeht und was hier bei dem Verlinken stattfindet. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.